Ahoi da draußen, ich begrüße euch aus dem Homeoffice. Der eine oder andere kennt das Setup hier vielleicht schon von meinem eigenen Kanal und dann alle anderen. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Wir sind hier im Moment alle ein bisschen mehr in den eigenen vier Wänden, als das üblich ist. Und ich muss ja sagen, mir hilft das eigentlich sogar ein bisschen weiter. Zumindest aus popkultureller Sicht gesprochen, weil jetzt halt ganz viele Serien und Filme verschoben wurden und jetzt nicht jeden Tag eine neue Netflix-Serie oder sowas rauskommt. Und das gibt mir die Möglichkeit, endlich mal ein paar Sachen abzuarbeiten, die ich seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist habe. Und da dachte ich mir, genau das zeige ich euch jetzt einfach mal. Ich präsentiere euch jetzt quasi 10 Serien und Filme, die auf meiner Watchlist stehen und die ich in den nächsten Wochen abarbeiten möchte. Und natürlich würde mich dann auch interessieren, was ihr im Moment so schaut. Ja, was ist auf eurer Watchlist? Was sind eure Pläne für die nächsten Tage und Wochen? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich fange jetzt aber direkt an mit Platz 10. Vielleicht noch so vorab gemerkt, ich werde jetzt hier nicht im Detail auf irgendwelche Sachen eingehen, weil es ja auch alles Dinge sind, die ich nicht kenne. Deswegen ist das mehr so eine ganz kurze Abhandlung, aber ihr seht das ja dann. Auf Platz 10 habe ich Parasite, den kürzlichen Oscar-Gewinner. Und das ist allein auch schon fast Grund genug, den zu schauen, einfach wegen dieser ganzen Geschichte, dass er der erste fremdsprachige Film ist, der als bester Film ausgezeichnet wurde. Aber auch, weil mir von ganz vielen Leuten empfohlen wurde, die ihn gesehen haben. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Und das möchte ich eigentlich auch ganz gern beibehalten. Ich möchte mich einfach ein bisschen überraschen lassen. Auf Platz 9 habe ich Sneaky Pete, ein Amazon Original. Da habe ich die erste Staffel schon gesehen, die fand ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Es war eine ganz tolle Mischung aus Action natürlich, aus Drama, aus Spannung, aber vor allem auch aus Comedy. Und es ist einfach sehr gekonnt umgesetzt und irgendwie versprüht diese Serie so eine gewisse Leichtigkeit, die mir sehr gut gefällt. Trotzdem habe ich nicht die zweite Staffel geguckt und das möchte ich jetzt nachholen. Auf Platz 8 habe ich The Report und den möchte ich aus zwei Gründen schauen. Einmal bin ich ein riesengroßer Fan von Adam Driver und ich gucke mir eigentlich alles ganz gerne an, wo der drin ist. Und der zweite Grund ist, vielleicht ein bisschen komisch, aber ist vielleicht doch einfach mal eine ganz nette Abwechslung, sich mit einer anderen Krise zu beschäftigen als der aktuell kursierenden. Ich weiß, es ist ein blöder Grund, aber mein Gott, ich will ihn auf jeden Fall unbedingt sehen. Platz 7, The Haunting of Hill House. Das ist so ein Ding, da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so ganz sicher. Ja, die Serie wurde mir vor allem von einem Kollegen empfohlen. Der meinte, dass mir der Look wahrscheinlich richtig gut gefallen würde. Und nach allem, was ich gesehen habe, kann ich das auch bestätigen. Ich fand die Trailer cool und auch vor allem dieses ganze Promomaterial. Ja, die Bildchen, die da bei Netflix immer so sind. Ich weiß nicht so richtig, ob das so ein Ding ist, was ich unbedingt schauen muss. Aber das ist so ein Teil, da guckst du halt einfach mal rein. Ja, und wenn es nach zwei Folgen geil ist, dann bleibst du dabei. Und wenn nicht, dann halt nicht. Auf jeden Fall möchte ich es mir gerne mal anschauen. Das ist einfach mal was anderes. Ich gucke sehr wenig Horrorkram und das ist ja anscheinend eher so ein klassischer Grusel, ja, und den kann man vielleicht auch mit der besseren Hälfte schauen. Zumindest hat sie grob eingewilligt. Mal gucken, ob wir das dann demnächst hinbekommen. Auf Platz 6 habe ich Shazam, aber eigentlich hatte ich hier erst einen anderen Film stehen, nämlich No Country for Old Men. Das ist nämlich so einer von diesen modernen Klassikern, die ich nie gesehen habe und unbedingt mal nachholen wollte. Aber dann habe ich mir den Rest meiner Liste angeguckt und auch die bisherigen Sachen, die ich genannt habe, und dachte so, wow, das ist ja total lebensbejahend und freudeversprühend nicht. Ja, das sind alles so brutale, fiese Sachen und irgendwie braucht man ja auch mal jetzt was ein bisschen die Stimmung hebt, ja, was so ein paar positive Vibes verbreitet. Und deswegen habe ich den Film einfach ausgetauscht gegen Shazam. Vor allem auch aus dem Grund, weil ich da mal ein ganz, ganz tolles Video gesehen habe von dem Regisseur, das verlinke ich euch auch. Da hat er nämlich darüber gesprochen, was alles bei so einem Dreh schief gehen kann und wie man dann spontan reagieren muss, um Sachen wieder irgendwie in die richtige Bahn zu lenken. Und das fand ich ultra spannend und der Film scheint ja auch einfach sehr gut gemacht zu sein. Ein kompetenter, lustiger Actionfilm, das kann man einfach immer mal gucken und das habe ich vor. Platz 5, Altered Carbon, das ist so ein Ding. Seit Jahren habe ich das Buch auf meiner Liste und ich habe immer gesagt, die Serie schaust du nicht, bis du das Buch gelesen hast. Und das Buch habe ich nie gelesen. Und jetzt kommen die ganzen Trailer hier zu Staffel 2 mit Anthony Mackie und ich habe da jetzt irgendwie Bock drauf. Ja, ich finde das Setting cool, ich finde den Look cool, dieser Sci-Fi-Vibe, ja, die generelle Grundidee mit dem Körpertausch und so. Ich finde es cool, ich gucke das jetzt einfach. Mein Gott. Stell dich so an, man muss immer das Buch gelesen haben. Und wenn die Serie gut ist, kannst du das Buch ja noch nachholen. Wobei das dann wieder nicht so viel. Ach, ist egal.
Ich habe es auch schon an anderer Stelle gesagt, Gilmore Girls ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, vielleicht sogar mein All-Time-Favorite. Und ich war total froh, als vor ein paar Jahren rauskam, dass halt die Macherin davon jetzt endlich eine neue Serie machen. Das ist eben The Marvelous Mrs. Maisel. Und die erste Staffel habe ich auch schon geguckt und ich finde es großartig, ja. Grandios, also die ganzen Tropes, die mir bei Gilmore Girls gefallen sind, jetzt hier in der modernen Welt angekommen, sage ich mal, und noch ein bisschen besser umgesetzt. Also der Look ist großartig, der Witz ist super, die Charaktere, vor allem natürlich die Dialoge, super schnell gesprochen, die haben richtig Intelligenz dahinter. Finde ich geil. Trotzdem habe ich bis jetzt nur die erste Staffel geguckt und das werde ich jetzt ändern. Jetzt, ich glaube, die dritte ist sogar auch schon draußen. Das hätte ich vorher recherchieren sollen, ist aber egal. Das werde ich auf jeden Fall komplett noch anschauen. Anschauen. Anticlimactic. Hey Mika, hallo, alles klar? Der Hund ist da. Auf Platz 3, The Irishman. Ja, das ist so ein Ding, ich glaube, das wird dem ganzen Genre hier mit diesen Mafia-ähnlichen Filmen nichts groß Neues hinzufügen, aber ist ja auch egal. Ja, das brauchst du gar nicht. Ich mag so Filme, ja, die sich Zeit lassen, die sich auf die Charaktere konzentrieren. Ich fand auch sowas wie Goodfellas ganz, ganz großartig. Wobei das jetzt nichts ist, was man irgendwie fünfmal gucken kann, weil es zieht dann ja doch ein bisschen runter. Aber The Irishman möchte ich schon unbedingt noch nachholen. Und ganz ehrlich, das Ding ist halt scheiß lang. Ja, also wenn man irgendwie nicht weiß, was man gerade machen soll, damit ist der Abend ja quasi schon gelaufen. Also deswegen ist es ja auf meiner Liste. Dafür ist es, das ist ein blöder Grund, um den dann so hoch in der Liste zu platzieren, aber jetzt ist es zu spät, jetzt habe ich es gemacht. Platz 2, Tschernobyl. Es bleibt düster auf meiner Liste. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber Tschernobyl ist so ein Ding. Also alle, die das gesehen haben, lieben die Serie. Die sind alle so begeistert, ja, und die sagen, das musst du gesehen haben. Und ich will jetzt auch einer von diesen Leuten sein, die sagen, was, du hast Tschernobyl nicht gesehen? Was läuft denn bei dir falsch? Mach das unbedingt. Und auch meine Verlobte hat es auch schon geschaut, die war auch total begeistert und die steht eigentlich gar nicht auf so düstere Sachen. Also das allein ist Grund genug, das muss ja ein Must-See sein. Jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ist nicht so wichtig. Platz 1. Ja, auf Platz 1 haue ich natürlich Better Call Saul. Aktuell meine Lieblingsserie, auch eine der wenigen Sachen, wo ich tatsächlich up-to-date bin. Wobei mir die neueste Folge Stand jetzt noch fehlt, das werde ich aber bald ändern. Und ganz ehrlich, ich mag die Serie so gerne. Ich mag den Look, ich mag den Humor und trotzdem ist da so viel Drama drin. Jede einzelne Kameraeinstellung sieht wunderschön aus. Es ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Ich mag die Art und Weise, wie die Serie gemacht wird, wie viel Zeit sich die Macher lassen. Es ist einfach nur toll. Sowas gibt es nicht oft genug und für mich hat Better Call Saul Breaking Bad längst überholt. Ich weiß, dass das viele Leute anders sehen, aber ich mag diese Serie tatsächlich mehr. So muss man ein Prequel machen und hoffentlich kommen dann noch, ich glaube, eine Staffel kommt noch, dann ist wahrscheinlich Schluss und das ist ja auch okay, man muss das ja nicht ewig in die Länge ziehen, aber wenn man dieses Qualitätslevel halten kann, dann mein Gott, dann nehme ich auch 10 Staffeln. So, das war meine aktuelle Watchlist, 10 Serien und Filme, die ich unbedingt noch schauen möchte. Und jetzt, wie gesagt, ich möchte wissen, was ihr auf eurer Watchlist habt und vielleicht auch, ob ihr die Sachen, die ich jetzt hier genannt habe, ob ihr die gut findet, ob ihr die schon gesehen habt. Wahrscheinlich schon, weil nicht alle hängen so viel hinterher wie ich. Schreibt das alles in die Kommentare, was auch immer ihr wollt und dann diskutieren wir darüber. Bis dahin, cheers!